Equal Pay, Englisch gleiche Bezahlung, bedeutet, dass ein Zeitarbeitnehmer die gleiche Vergütung haben soll wie ein vergleichbarer Stammarbeitnehmer, also ein fester Mitarbeiter im Unternehmen. Die Idee ist, dass beide Arbeitnehmer gleich behandelt werden sollen, und zwar nach spätestens 9 Monaten. Zu der Vergütung gehört dann aber nicht nur der Grundlohn, sondern dazu gehören auch Urlaubsentgelte, Lohnfortzahlungen, Zulagen, Zuschüsse bis hin zu Sachbezügen. Dieser Equal Pay-Grundsatz muss erreicht werden nach 9 Monaten ununterbrochener Beschäftigung eines Zeitarbeitnehmers beim selben Kundenunternehmen. Ununterbrochen heißt in dem Zusammenhang 3 Monate und ein Tag. Dürfte der Zeitarbeitnehmer nicht beim selben Unternehmen beschäftigt sein, um diesen Anspruch zu verwirken. Weniger als 3 Monate hat er eben nach 9 Monaten Equal Pay Anspruch. Es gibt eine Ausnahme von dieser Regel. Das sind alle Branchen, für die sogenannte Branchenzuschläge gezahlt werden. Das heißt, wir haben insgesamt 11 Branchen in Deutschland, für die sogenannte Branchenzuschlagstarifverträge gelten. In diesen Unternehmen ist der Equal Pay Anspruch erst nach 15 Monaten zu gewährleisten. Beispiele für Branchen mit Branchenzuschlägen sind unter anderem Metall- und Elektroindustrie oder auch die Chemieindustrie. Den Grundsatz Equal Pay haben wir in Deutschland seit dem 01.04.2017 mit der Novellierung des AÖG. Das heißt, 9 Monate draufgerechnet, seit dem 01.01.2018 wird erstmals Equal Pay wirksam werden, das heißt, Mitarbeiter nach Equal Pay bezahlt.